Herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit Erezu. Ich bin Erezu und hab vollkommen vergessen, wo ich lang will. Ich nehme an, da nach oben. Das sieht richtig aus. Aber schauen wir uns erst einmal hier unten um, ob wir hier irgendwelche Wege, irgendwelche Hinweise sehen. Da sehe ich tatsächlich einen. Okay, vielleicht sehe ich doch keinen Weg. Hier kann ich auch nicht einfach hoch. Ich weiß, dass ich da hinten war und was gelesen habe. Aber wir gucken uns erst einmal weiter unten um. Und sehen hier auch nichts weiter, das aussieht, als hätte es Bedeutung. Okay, da oben haben wir auf jeden Fall ein Seil. Hilft uns allerdings nur wenig, solange wir kein weiteres Seil finden. Obwohl, Moment, wir können das einfach einreißen. Okay. Hat uns das weitergebracht. Soll das einer der enthaupteten Götter der Unterwelt sein? Oh, ja, vielleicht. Wäre auch mein Verdacht gewesen. Okay, gehen wir rein. Oh Gott, das wird eine Rutschtour wieder. Und hopp. Oh, das war eine kurze Rutschtour. Wir mussten nur einem einem Hindernis ausweichen. Die sind frisch. Die sind erst kürzlich hier gestorben. Falls sie gestorben sind. Lara, fühl mal Puls. Will sie wieder nicht. Piranhas? Oh Gott, Piranhas. Piranhas sind problematisch. Haben wir hier einen anderen Weg? Haben wir nicht. Ja, dann quetschen wir uns da mal durch und hoffen, dass wir nicht aufgegessen werden. Und schon sind wir da. Okay. Da hinten haben wir was, wo man hochklettern kann. Theoretisch, theopraktisch brauchen wir erst einmal das hier. Klingt das immer noch? Ah, okay. Hat sich aufgerichtet. Sehr schön. Und kein Problem. Bisher haben wir sehr simple Rätsel hier. Neues Basislager entdeckt. Flutbecken. Sehr schön. So. Ich bin mir immer nicht sicher, ob das vernünftig abspeichert, dass ich das Lager entdeckt habe, wenn ich nicht rangehe. Deswegen mache ich das. Ich glaube, es merkt sich das, sobald dort steht, neues Basislager entdeckt. Das ist unglaublich. Das sagst du so oft. Vielleicht solltest du langsam anfangen, Dinge zu glauben. Okay, ich nehme an, da sind viele Piranhas unten. Da sehe ich schon welche. Da sehe ich noch mehr. Aber die essen die da nicht. Warum essen die nicht? Schmeckt die so schlecht? Hopsen wir einfach ins Wasser und hoffen aufs Beste? Ich würde sagen, das tun wir. Perfekt. Und Lara, mach weiter. Los. Danke. Die Piranhas fressen die Leichen auf. Sicher? Das sieht nämlich nicht so aus. Okay, sie sammeln sich bei den Leichen, aber sie fressen sie nicht auf. So, ich nehme an, da kann ich mich hinziehen. Ziehen hält das Tor nicht offen. Das war auch gar nicht das, was ich versucht habe. Okay, die Piranhas sind da beschäftigt. Heißt das, ich kann hier kurz rein? Aua. Aua, 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 aua. Hört auf, mir weh zu tun. Und hopp. Perfekt. So, okay, was genau machen wir hiermit auf? Da, diese kleine Schleuse. Okay. Jetzt ist die Frage, womit verbinden wir das, damit das generell offen bleibt? Wie komme ich hier generell weiter?
Wir haben immer noch ein kleines Piranha-Problem hier. Ich kann keine der Leichen hier ranholen als Piranha-Futter, also als Köder. Ah, da hinten haben wir noch eine Plattform. Oh, okay, aber da ist es nicht so leicht ranzukommen, wie es aussieht. Aber zumindest sind die Piranhas nicht hier. So, wunderbar. So, und... So. Hoppala. Wir haben immer mal wieder, kurz nachdem wir untergetaucht sind, so ein kurzes "Oh nein, uns geht die Luft aus" Geräusch. Aber das besagt immer überhaupt nichts, weil Lara nahezu unendlich die Luft anhalten kann. Das stimmt natürlich nicht wirklich, aber für unsere Zwecke nahezu unendlich. So, ein Pfeil hergestellt, damit wir Holz mitnehmen können. Da haben wir was zu lesen. Oh, hier haben wir auch was zu lesen. Eine Beichte, Testament des T. Serrano. Ich bin Truilo Serrano und das sind vermutlich die letzten Worte, die ich schreibe. Andres Lopez oder Angel de la Cruz, wie er sich seit einigen Jahren nennt, hat endgültig den Verstand verloren. Seine Anforderungen sind gestiegen und wurden immer mörderischer und grotesker, während wir seine Krypta errichten. Der Bau ist beinahe abgeschlossen. Ich weiß, ich werde sterben, wenn unser Werk vollbracht ist. Das hat mir Lopez in einem seiner wenigen klaren Momente selbst gesagt. Diese verfluchte Kiste. Möge sie dafür verdammt sein, was sie dem Mann angetan hat, den ich traurigerweise bis heute bewundere. Tja, ist immer doof, mit offenen Augen in den Wahnsinn zu gehen, ne? Story abgeschlossen, Coltes de la Cruz. Aber es ist besser, als mit geschlossenen Augen in den Wahnsinn zu gehen, ne? Wenigstens weiß man's. Also, wohlgemerkt, Serrano. Ob Angel de la Cruz tatsächlich mit offenen Augen da reingeht, weiß ich nicht. Durstige Götter, Darstellung eines Entwässerungssystems. Wenn Stürme wüten und Flüsse anschwellen, lenkt die Wasser, um den Durst der Götter zu stillen, die sich über und unter euch plagen. Das mit den Kulten ist auch mit, naja, den anerkannten Kulten, also Religion. Also ich habe kein Problem damit, wenn Leute glauben, solange sie nicht davon ausgehen, dass sie wissen. Wenn mir jemand sagt, er glaubt an den Whole Gott, aber weiß, dass nichts wirklich dafür spricht, wunderbar. Wenn jemand sagt, es gibt definitiv einen Gott, dann haben wir ein kleines Problem und es muss diskutiert werden. Okay, ich denke, ich muss über die Plattform dorthin. Oh, Moment mal kurz. Ist das hierfür? Offenbar nicht. Und probieren wir es noch von hier. Doch, hier geht's. Das Problem ist nur, wir haben hier nichts zum Drehen, weil das sei denn, wir bringen hier Wasser hin. Was theoretisch eventuell möglich ist. Ich weiß nicht, wofür wir das da runtergedrückt haben. Haben wir damit irgendwas hochgezogen? Aua. Könnte sein, dass da unten jetzt sowas offen ist, ne? Das da wird runtergedrückt und zieht damit den Kopf hoch, vielleicht? Aber dann haben wir hier trotzdem die Zähne. Ich glaube nicht, dass ich da durchkomme. Ja, besonders nicht, wenn die Piranhas da im Wege sind. Okay. Au. Das sticht immer so. Oh. Das war schon offen genug. Ich hatte es schon gelöst und hab's dann kaputt gemacht. Okay. Kein Problem. Ist das tatsächlich der gleiche Weg, den ich vorher gelaufen bin? Ja, das Wasser ist nur abgeflossen, ne?
krieg immer viel zu wenig mit, was ich eigentlich mache. Das zeigt an, dass diese Rätsel nicht unbedingt die besten sind. Denn wären die Rätsel besser, wüsste man, wenn man sie gelöst hat. Weil man sie dann eben nicht versehentlich lösen würde. Hoppala, nein, daran ein Stück zurück. So, wunderbar. Okay, jetzt ist das offen. Kann ich einfach rüber klettern? Nein. Aber ich bin eh schon fast da, also kein Grund zu klettern. Nee, aber das hier ist nicht offen dadurch. Ich meine, was ich auch für sinnvoller hielte, wäre, wenn ich hier das Wasser erst einmal auf das Rad hier kippen muss. Hoppala. So, und wir ziehen das wieder rüber. Mal gucken, ob der Wasserspiegel jetzt ansteigt. Ja, okay. Das ist also tatsächlich das. So, wir treiben das Rad an. Wunderbar. Nicht zu doll ziehen, Lara. Gut. Wunderbar. Jetzt bleibt es offen. Und jetzt lassen wir einfach noch den Wasserspiegel wieder sinken. Wunderbar. Okay. Fast. Gut, das erklärt jetzt, warum mir das merkwürdig vorkam vorhin. Und jetzt können wir hier durch. Sehr schön. Oh, da haben wir noch was zu lesen. Im Mam-Dialekt. Beschreibung eines Alux. Ein Alux, Plural Aluxhub, ist so etwas wie die Maya-Version eines Gnoms oder Kobolds. Aluxhub reichen einem Erwachsenen ungefähr bis zum Knie, tragen traditionelle Maya-Kleidung und werden erschaffen, wann immer ein Bauer auf seinem Grundstück ein kleines Haus für sie baut. Anschließend verhelfen sie ihm dann 7 Jahre lang zu einer erfolgreichen Ernte, indem sie für Regen sorgen und Raubtiere fernhalten. Sie sind normalerweise unsichtbar und lieben es, trotz ihres positiven Einflusses auf das Land, den Menschen Streiche zu spielen oder sie zu erschrecken. Man sollte einen Alux niemals bei seinem Namen nennen, da er dadurch aus seinem Haus gerufen wird, worauf er ausgesprochen ungehalten reagiert. Okay, 7 Jahre. Das heißt, wenn man über ein paar Generationen den Segen eines Alux haben möchte, dann muss man alle 7 Jahre dort ein neues Haus bauen, ja? Irgendwann hat man keine Farben mehr, sondern ein kleines Alux-Dorf. Ich meine, die sind ja auch nicht im Weg, nehme ich an, aber... Also die Häuser schon, aber die Alux nicht. Moment, Alu... Verdammt, sie hat den Plural gesagt. Alubes? Aluxbes? Ah, nee. Verdammt. Entschuldigung, das... Ich werde es jetzt nicht nochmal nachgucken. Wir brauchen wahrscheinlich irgendwas... für irgendwas jetzt Sprengpulver gleich. Obwohl, sieht nicht so aus. Oh, aber wir haben ein bisschen Gold gefunden. Sehr schön. Ich mag Gold. Funkelt so schön. Und... Angriff der Wespen. Aufgeladene Schüsse verursachen mehr Schaden bei gepanzerten Feinden. Okay. Jetzt nichts wie raus aus diesem schrecklichen Gestank. Hast du den Gestank schon mal erwähnt? Oh. Da haben wir ein paar. Ich müsste nah dran sein. Mysterien der Mission, zu Manu zurückkehren. Oh, Moment, das hier war eine Quest. Gut zu wissen. Ja, ich habe ein paar Tage nicht gespielt. Mal wieder. Und top. Und wieder ein bisschen rumrutschen. Und top. Oh. Okay, dann eben ins Wasser. Ist auch in Ordnung.
gucken wir uns hier noch um, ob wir irgendwas Schönes sehen. Nö, nichts Schönes, dann raus. Ah, verdammt, Moränen. Ja, okay, wir kommen hier nicht drum rum, oder? Ja, komm, los, beiß. Oh nein, Moräne. Warum haben wir eigentlich immer noch dieses riesige, wahrscheinlich viel zu unscharfe Messer? Wäre es nicht inzwischen besser gewesen, sich ein besseres Messer zu kaufen? Wir hatten so viele Läden hier schon. So, und... Ich bin im Kreis gelaufen. Moment mal kurz. Na, kletter hoch, Lara. Kletter hoch. Lara. Wir müssen uns fallen lassen, dann können wir besser hochklettern. Ich denke, wir kommen wesentlich schneller hier raus, wenn wir Lara das übernehmen lassen. Hui! So, und da oben haben wir unser Lager und dann können wir die Schnellreise benutzen, ne? So, wunderbar. Die Frage ist, wo genau wollen wir hin? Wir wollen weiter zum, zurück zur Mission einfach, ne? Da haben wir noch ein Grab und das können wir... Ja, wir gehen zu den Turmruinen und dann wieder ein Stück nach Süden. Ich habe überlegt, wir haben ja diese eine Quest, die für nach der Hauptstory ist. Das heißt, wir sollten vielleicht einfach die Hauptstory möglichst schnell machen. Was wollte ich sagen? Die Hauptstory... Ist das ein Grab? Ja, das ist ein Grab. Wie kommen wir da hin? Ja, gute Frage. Wahrscheinlich, indem wir hier runtergehen. Hier nehme ich an, kann man hochklettern. Wahrscheinlich kommen wir erstmal bei der Mission hier vorbei. Also Mission im Gameplay-technischen Sinne, nicht im Welten-Sinne. Okay, gut, laufen wir da hoch. Was wollte ich sagen? Ach ja, dass ich dann wahrscheinlich einfach mal die Hauptmission hier zu Ende machen würde und dann... Geht's nicht weiter. Okay, jetzt ist der Punkt dort hinten auf einmal. Okay. Gut, machen wir später. Die alte Krypta finden dort. Wir sind... wahrscheinlich auf dem falschen Weg. Ich denke, wenn ich hier jetzt reinhopse, ja, dann werde ich hier runtergetrieben. Das ist nicht, was ich möchte. Ja, ich würde dann jetzt die Hauptstory demnächst weitermachen und danach einfach noch die, danach wahrscheinlich direkt die DLCs, dann die ganzen Nebenmissionen noch. Das Problem ist dann, dass wir eben nicht das Ende mit der Hauptmission haben, was wahrscheinlich das Beste ist, einfach von dramatischen, aus dramatischen Gesichtspunkten. Aber das erlaubt einem das Spiel nicht wirklich so gut. Das ist immer ein kleines Problem mit solchen Nebenmissionen und ganzen versteckten Gräbern und so. Man endet nicht auf dem Höhepunkt des Spiels, wie man es eigentlich machen sollte. Beziehungsweise auf dem Höhepunkt sowieso nicht. Kurz nach dem Showdown eigentlich. Mission von San Juan, eine Darstellung von Johannes dem Theologen. Der heilige Johannes war der letzte Apostel Jesu, der starb. Und der einzige, dessen Leben nicht durch einen Märtyrertod oder Selbstmord endete. Als Verfasser von 5 Büchern des Neuen Testaments ist er der Schutzpatron der Theologen und Gelehrten. Durch sein langes Leben konnte er mehrere Schüler unterrichten, die seine Lehren nach seinem Tod fortführten und eine religiöse Denkrichtung begründeten, die bis heute Bestand hat. Gut, das mit dem Märtyrertod, ich habe erst kürzlich darüber gehört und
gehört, dass das wohl ziemlich bestritten, ein ziemlich umstrittener historischer Fakt ist, dass die so gestorben sind, aber ich habe mich nicht genug damit befasst, um es wirklich genau sagen zu können. Wundermission, Story abgeschlossen. Okay, noch eine Archivarkarte, dort ist einiges Zeug, das direkt in diesem Grab sein dürfte. Wir machen es mal wieder so, dass wir bis ins Grab gehen und dann... Moment mal, wir haben hier noch irgendwo ein Dokument rumliegen. Dass wir bis ins Grab gehen und dann die Folge beenden. Da haben wir das Dokument. Die Hügel leben, ein Ausdruck aus einer umfangreichen Schrift. Es gibt schon seit langem Gerüchte über, in Ermangelung einer besseren Bezeichnung, Monster in der Umgebung der Mission des heiligen Johannes. Die Einheimischen weigern sich, über diese Sichtungen zu sprechen. Sie werden missmutig, wenn man sie erwähnt, und eilen meist davon, um sich in ihren Häusern zu verstecken. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass diese Menschen nach ihrer Konvertierung erkennen werden, dass diese Monster nichts weiter sind als Aberglaube. Schatten, die im Lichte Gottes verblassen werden. Tja, bisher sind sie noch nicht verblasst. Ich habe zu diesem Problem, nicht zu den Monstern, sondern zu diesem auf dem Höhepunkt des Spiels einen erst kürzlichen Video gesehen. Vielleicht habe ich deswegen diesen Gedanken im Kopf gerade. Vom YouTuber Rasputin, der... Hoppala. Au. Okay. Ich meine, ich sterbe nicht gerne in Spielen. Aber wenn man kein Risiko hat bei solchen Stürzen hier, warum baut ihr überhaupt diese Stürze mit ein? Es ist kein Hindernis. Es ist auch nicht so, dass hier Gegner wären, sodass die kurzzeitige Schwächung irgendein Problem wäre. Auf jeden Fall, in diesem Video ging es um offene Welten. Ich denke, ich mache hier gleich den Cut. Also um das Problem mit offenen Welten. Und dass es eben oftmals das Problem ist, dass man seine... dass man dann eben das versucht vollständig zu machen. Ne, Moment, das, was ich meinte, ist gar nicht das über offene Welten, sondern über Folge. Ich verlinke einfach beide in den... nicht in den Kommentaren, in der in der Videobeschreibung. Sie sind auf Englisch, aber falls man reingucken möchte. Rasputin generell okay... Gaming-Video Essays, normalerweise so um die 10 Minuten. Oftmals ein bisschen zu negativ und er sieht oftmals die Probleme, die eigentlich von ihm kommen. Aber er sieht selbst, dass diese Probleme oftmals durch seine Spielweise kommen. Aber es ist eben trotzdem eine vernünftige Kritik, meiner Meinung nach. Ich habe mich irgendwo auf dem Weg in diesem Gedanken vollkommen verlaufen. Lara, lies uns was vor. Wieder im Mam-Dialekt. Der Tschetschenbaum und der Chakabaum. Das sind zwei legendäre Bäume, die einander ergänzen. Während der Chichin-Baum eine Substanz absondert, die bei Berührung vergiftet, kann der Saft des Chaka-Baums dieses Gift neutralisieren, bevor es zu schweren Hautschädigungen führt. Das Faszinierende an diesen Bäumen ist, dass sie immer nah beieinander wachsen. Der Legende nach gab es einst zwei Kriegerprinzenbrüder, die bis zum Tod um die Liebe einer Frau kämpften und dabei starben. Eng umschlungen flehten sie die Götter um Vergebung an und sie wurde ihnen gewährt. Kinich, der Freundliche, wurde als heilender Chakabaum wiedergeboren, während Tisik, der Hasserfüllte, als giftiger Chichin-Baum zurückkehrte. Okay. Das könnte man wahrscheinlich spannender erzählen. Andererseits, ich bin kaum jemand, der darüber urteilen sollte, wie jemand das erzählt. Außerdem, das ist nicht ihr Job. Sie ist keine Geschichtenerzählerin, sie ist Archäologin. Das heißt, eine grobe Zusammenfassung der Legenden ist wahrscheinlich eher ihr Metier. Und wir beenden jetzt die Folge. Okay, also. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, nipp wohl hinter das Kommentare und adios.